Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ultra Hardcore hier zusammen mit Items for Sacred und Flocke. Hi! Hallo! Delfin. Der gute alte Delfin-Mann. Hallo! Windows! Windows! Der geht nicht. Alles klar. So. Gut, jetzt reagiert er. Also, in der letzten Folge haben wir ein wenig gekämpft und haben uns dadurch hochgelevelt. Dieses Mal werde ich dann heute Abend eine Minecraft-Nacht für Flocke kämpfen. Auf der Mauer werde ich Sachen abschießen und Flocke kann die XP einsammeln. Items, mein Schwert geht so langsam kaputt. Ich brauche dann wahrscheinlich ein Diamantschwert, oder? Sollten wir abgraden, hat nicht Flocke gemacht? Hat es? Erstmal, Flocke ist nicht es. Nein, also wurde es für mich gemacht. Also ja. In dem Sinne. Okay, wo ist das Schwert? Das gebe ich dir. Ist wahrscheinlich in ihrer Ende. Da, wo bist du? Da. Da. Hui. There you go. Hui. Dankeschön. Nice. Okay, Items, soll ich meine Boots verzaubern? His boots are made for walking. Walking over you. Bist du Level 30? Ja. Ja, wenn du Level 30 bist, dann verzauberst du jetzt deine Schuhe, indem du sie vorher grindest, dann verzauberst du sie. Erst grinden? Ja, dir sind ja jetzt gerade noch Enchantments drauf auf deinen Diaschuhen. Fragile Protections. Richtig, das sind nämlich die gekauften und du könntest sie jetzt nicht enchanten, wenn du das nicht vorher runtergrinden würdest. Also ich bestätige, ich grinde jetzt meine Schuhe und pack da drauf dann Protection 4. Okay. Gut. So passiert es. Daraufhin nimmst du das Buch, das ich hinter dich hingeworfen habe, und verbindest das noch mit deinen Schuhen danach. Im Anvil oben. Achso. So. Protection Dings habe ich gemacht. Jetzt gehe ich zum Anvil. Wo ist der? Oben. Mhm. It's time for some magic. Psst, Flocke! Ja? Flocke? Ich hab was für dich. Da ist eine Rose. Gibst du mir die bitte zurück? Ja. Nice. Dankeschön. Made my day. Okay. Hab ich gemacht. Das heißt, jetzt kann ich mir so viel Fallschaden nehmen, ne? Alles ist möglich. Also wenn du das drauf anlegst, kriegst du auch immer noch einen kompletten Fallschaden hin. Da sind ein paar Kühe gestorben, Freunde. Sehr geil. Warum sind die Steaks da rausgefallen? Wenn warum die Steaks aus der Kiste rausgefallen sind? Keine Ahnung. Habe ich sie vielleicht gerade rausgenommen? Weiß komm, wir zusammen nicht. Machen das. Sammel du unten die XP auf. Locke, wie viele Emeralds haben wir gerade noch? Ja, warte, wenn das nicht so laut wäre, könnte ich dir sagen. Warte kurz. Warum habe ich denn bitte WhatsApp-Nachrichten-Sounds an? Was denn? Ein Stack, also 64 und 37. Ich hätte gerne 16 Stück. 16? Ja. Bekomme ich 16 Stück? Für alle einzeln. So, Bidubi. Okay. Danke. Warum bin ich wieder bei Level 22? Boah, das viel gekostet. Alter. Ja, ja. 4 Level fürs Verbinden und einmal Level 30 Enchantment kostet 3 Level. Bedeutet im Endeffekt 7 Level weg. Dann frage ich mich gerade, wie du bei 22 gelandet bist. Obwohl das Kombinieren mit den Schuhen könnte auch 5 gekostet haben. Dann wäre es vollkommen legitim. Ich hab's denn nicht umbenannt. Ich hatte erst überlegt, ob ich es tue, aber das hätte bestimmt auch wieder extra Level gekostet. So. Das hätte 1 zusätzlich gekostet. Ja, aber das wäre 1 zu viel. Locke. Items. Abgeshoppt. Oh. Dankeschön. Hm. Bitteschön. Und Jo wollte ja heute Unterstützungsfeuer für dich machen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Yes. Genau. Yes. Wo ist der? Da ist er. Hallo, Keklion. Hier. Nice. Aber ich hatte noch Pfeile, aber egal. Cool. Ja, aber man geht so schnell out of okay, arrows. Was, also, kann ich einen normalen Bogen nehmen oder soll ich einen besseren Bogen nehmen? Ich will einen Crossbow nehmen an deiner Stelle. 3 Hits brauchen Zombie dann. Je nachdem, wie gut du schießen kannst, kannst du wählen, was du möchtest. Okay, ich meine, damit sollte der verzaubert werden irgendwie. Oder habt ihr was Verzaubertes? Es ist unten ein verzauberter Bogen. Ja, aber das ist ein Power 5 Bogen, den brauchen wir für den Dragonkampf. Ja, deswegen, den habe ich nämlich jetzt auch nicht benutzt, weil der eigentlich verschwendet ist für Zombies. Das ist gut. Dann pass auf. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ein Fletcher vielleicht noch einen im Angebot hat, der interessant sein könnte. Nee, leider nicht. Ich habe schon geguckt. Also, das Flocke, kannst du mir dann deinen Crossbow geben? Naja, Power 1, ne? Also Power 1 ist schon mal besser als Power 0. Na gut, hier. Und hier, oh nee, der hier. Der 20 Emerald-Bogen von dem hier.
Den kannst du theoretisch benutzen. Ja, warte, da muss ich mal eben 20 Unbreaking 2, Power 2, Punch 1 ist theoretisch der, den wir gerade Punch allgemein... ist auch Rückstoß, ne? Ja, ja, genau. Ein bisschen weiter weg. Ja, das ist super jetzt für diese. Dann nehme ich den. Wie viele kostet der? 20. 20 kostet der pro Trade. Ja. 20. Gebe ich dir. Nice. Also ich verwalte das Geld, ne? Emeralds Flocke ist hier unsere Finanzmanagerin. Seitdem Flocke meine Fischis verwaltet, habe ich mehr zu futtern, weil ich sie nicht andauernd ausgebe für Leute, dass sie mich, die sagen immer, die streicheln mich, wenn ich sie ihnen gebe. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich streichle nämlich mich. Den Bogen mit Unbreaking 2, Power 2 und Punch 1, okay? Richtig. Ich bestätige. Kauf erfolgreich. Transaktion. Ist das ein Bogen oder ein Crossbow? Bogen. Ach nee, ein Bogen ist hat ja keinen Punch. Wie funktioniert der Crossbow? Crossbow ist langsam, wenn man es so nehmen möchte. Der Crossbow legt einmal Pfeil auflegen. Rein. Genau. Genau. Und dann noch ein zweites Mal drücken, schießen. Das ist total doof eigentlich. Gut, ich möchte einmal kurz das Schießen üben. Ich werde versuchen, die Pflanze. Bring dich in Sicherheit. Was? Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt geh den Pfeil wiederholen. Der hat Geld gekostet. Ist ich hab genug. Hast du gerade gesagt, Geld du hast Pfeil? Genug? Ich habe mich hingestellt und habe mit einem langnasigen Mützenträger verhandelt. Ich hole den Pfeil nur dann, wenn du meine Tür benutzt. Was? Hol den Pfeil. Du willst nicht treffen, Jo. Siehst du, weil du böse warst, bin ich jetzt nass. Ja. Hast du davon. Und falls du gedacht hast, das hätte ich nicht gesehen, hast du dich aber sehr verschätzt. Oh. Das ist meiner jetzt auch und auch den da vorne. Der gehört jetzt auch meins. Wetten, dass ich dich treffe? Okay. Daneben. Schade. Aber ich bin mir sicher, du hättest getroffen, wenn ich stillgestanden wäre. Ja, ja. Nein, ich habe bewusst nach rechts gezielt, weil ich wusste, dass du nach rechts abhauen würdest. Du bist auch nach rechts abgehauen. Echt? Aber wann habe ich das gemacht? Kurz nachdem ich nach links gesprungen bin, oder? Okay, bleib stehen. Geh mal ein bisschen weiter zurück. Jo, es regnet. Ja fair machen. Monster spawn jetzt. Was? Regen bedeutet Mobspawns. Was? Bei Thunderstorms und allgemein bei Regen können Monster spawnen. Das bedeutet, wir haben jetzt theoretisch eine kostenlose Nacht zum Schlachten von Mobs. Aber es spawnt ja nichts. Es fängt gleich an, was zu spawnen, bin ich mir fast sicher. Im Regen müssten Mobbys spawnen können eigentlich. Wetten, dass ich Items treffen kann? Ich wette das auch. Ich glaube auch, dass du mich triffst. Das Interessante daran ist ja sogar, dass selbst ein blindes Huhn mal ein Korn findet. Sag mal, könnte man nicht theoretisch so machen, dass man zwei Leute hat, die einen spannen den Bogen, der andere schießt. Und dann gibt man die immer gegenseitig hin und her. Das Nachladen dauert länger. So lange. Das Nachladen des Bogens dauert weniger lange als das Aufheben eines neuen Crossbows, der nachgeladen ist, obwohl ich nicht mal weiß, ob ein Crossbow beim Droppen die aufgeladene Animation bzw. die aufgeladenen Starte nicht verliert. Also ich kann es dir nicht sagen, dass das besser laufen würde. Du kannst ja mal deinen Crossbow laden und mir zuschmeißen, Jo, dann können wir das mal ausprobieren. Ich empfehle auch, dass ihr einen Teil mit euren, du schießt schon, okay, das ist äußerst unkonventionell. Normalerweise begrüßt man sich erst und Tinder datet sich. Fängst direkt an rumzuballern, Alter. Richtiger Amerikaner. Ja. Naja, gut. Was ich sagen wollte, ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr lernt, ein bisschen mit dem Bogen zu schießen, weil im Dragonfight später müsst ihr spammen können, weil ihr werdet den Drachen sehr oft verfehlen mit eurem Crossbow. Ich werde nochmal einen Pfeil nehmen. Wie ist das mit Spam? Ich warte mal, bis er maximal aufgeladen ist. Bis er maximal aufgeladen ist und dann schießt du. Items, was hältst du von diesem Spam-System? Es ist komplett irrelevant, was für ein System dahinter ist. Aber ist das gut? Mach ich das richtig? Schießen. Es geht nur darum, dass der Bogen schneller schießen kann als der Crossbow, Jo. Ja, ich werde mit dem Bogen schießen. Also ja. Ich bin kein Crossbow-Fan. Ich finde den witzig, aber ich werde damit nicht schießen. Das ist das ultimative Flocke steht an der Kante-Syndrom. So, jetzt spawnen aber auch Viecher, Leute. Ja, jetzt auch Nacht. Ja, warum spawnen am Tag im Regen keine Viecher mehr? Weiß ich auch nicht. So. Flocke, lass uns mal ein bisschen weiter nach rechts gehen, dann habe ich ein bisschen Überblick als Sniper. Ja. Dann hasso. Als Sniper, hasso. Da ist eine Katze. Da ist eine Katze. Doofes Viech. Tag, Sir. Geht's Ihnen gut? Hoffe doch. Hey, ein Herzschaden, okay.
Boah, ey, die Bogen fliegt ja echt scheiße. Die Pfeile haben Bullet Drop, ne? Also das ist der Inbegriff davon, dass sie Bullet Drop haben. Bei 1,5 Herzen Schaden bis jetzt. 2,5 Herzen Schaden. Okay, ich krieg gerade richtig aufs Maul. Treff den Creeper bitte. Den Creeper, nicht mich. Das trifft den Creeper. So. Du musst echt ein Gefühl dafür bekommen. Ja, du musst ein bisschen schießen. Ich muss auch überlegen, der Dragon ist nachher ein bisschen größer, also den zu treffen ist nicht so schwierig. Ist das da eine Spinne? Oh! Jo. Das hätte Flocke fast töten können. Jo. Tatsache, dass ich da drauf geschossen habe, war das nicht besser gemacht. Der Creeper wäre damit fast auf der, er hätte höher sein können. Hätte Flocke mehr Schaden machen können. Jo. Ich mag es nicht, wenn sie weglaufen. Jetzt habe ich ihn gehittet. Great. Habe ich dir gerade deine Zielpraxis weggenommen? Alles gut. Bleib mal da stehen, ich versuche den Creeper zu treffen. Die Spinne. Kommt der Bogen aber zu weit? Ja, der Bogen kommt ziemlich weit. Also ich würde dich wahrscheinlich von hier treffen. Mal ganz kurz. Items, bleib mal kurz. Warte. Ja, der kommt ziemlich weit, okay. Und das ist nur der normale Schuss, also dürfte damit locker ins Dorf reinschießen eigentlich. Hast du einen verstärkten Bogen oder wie kriegt man einen stärkeren Schuss hin? Desto höher du schießt. Na, jetzt tanke ich wieder heute ein bisschen mehr. Gut. Voilà. Er hat einen verzauberten Bogen. Links. Oh ja. Aua, oh ja. Denk ans Blocken, ne? Ja. Gut. Eieiei, Menschen, ich weiß ja nicht so recht. Nehmen auch noch viel zu viel Schaden. Also wir sind auf jeden Fall tot, wenn wir mehr als einen Enderman später gegen uns haben. Wir müssen auf jeden Fall Material für Enderman-Zonen mit haben. Material für einen? Material in Form von, wir brauchen mindestens jeweils immer 2 Wassereimer, um unendliche Wassersources zu machen. Damit wir theoretisch Flächen machen können, wo die Endermänner uns in Ruhe lassen würden. Damit wir uns dort heilen können, damit die uns nicht angreifen. Weil Endermänner laufen nicht ins Wasser. Auch nicht in fließendes Wasser. Boah, ich bin gut geworden. Bam! Die Übung macht sich bezahlt. Level 23, Soup auf 3. Na, das Soup auf 3. Und wieder weiter hauen. Ich bin mir immer noch sicher, wir sollten uns wirklich nicht unter 4 Herzen gehen lassen. Also nicht unter 4 Herzen, wir sollten uns nicht unter 4 Herzen Schaden fallen lassen. Ich glaube, es gibt immer noch irgendwo das absolut unwahrscheinliche Möglichkeitsfeld, dass ein Skelett spawnt mit einem Power 5 Bogen oder mit einem Power 4 Bogen, das uns mal ganz kurz One-Hit sniped aus hinten. Also irgendwie aus dem Rücken. Power tut richtig weh. Power kann richtig schmerzen. Kann das ein One-Hit sein? Aber auch eine sehr ruhige Hand dafür. Merke aber auch, dass ein paar Schüsse von mir, die ich vermeintlich eigentlich auf dem jeweiligen Mob habe, nicht beim Mob ankommen, obwohl der direkt vor mir steht. Oh, oh, jo. Hm? Zombie-Invasion. Ehrlich, gibt es sowas? Können die in der Gruppe spawnen? Ja, siehst du doch hier. Cool. Habt ihr gemacht, oder? Wollte geppeln. War falsch. Oh, leck, der war gar nicht gut gerade. Boah, ich bin fast. Also, ich habe jetzt richtig viele Herzen verloren gerade. Und deswegen finde ich diese Konstellation mit dem Notenblock so weit weg, ist echt doof. Können wir den ein bisschen weiter nach vorne setzen? Weil ich stehe manchmal an der Tür und denke mir, jetzt einfach nur reingehen und ich kann einfach nicht.
Okay. Können wir den ein bisschen weiter vorsetzen? Ja. Können wir. Gut. Items freut sich gerade. Bestimmt, ne? Er hat so einen, ich hab's doch gesagt, Grinsen auf dem Kopf. Ja. Ich hatte vorher nie ein Problem damit, aber gerade wollte ich in die Tür und konnte nicht. Weil der Notenblock zu weit weg war. Ich hab's dir doch gesagt, Momente habe ich selten. Eher so, dass der Unglaube darüber, wenn ich es jemandem schon mitgeteilt habe, dass etwas so wäre, wenn die Person es dann halt wieder nicht tut oder so. Hallo, Mr. Creeper. Du bist fein. Deswegen. Hast ja deine Tür da behalten dürfen, Jo. Ja, eben, die Tür bleibt ja. Müssen wir den Notenblock ein bisschen weiter vor. Obwohl die Funktionalität der Tür halt bis heute noch nicht bewiesen ist. Also bei mir. Beziehungsweise bis auf das eine versteckte Easter Egg. Easter Egg? Okay. Kann man den Ender Dragon eigentlich mit Splash Potion of Weakness abschmeißen? Funktioniert das? Also, ich wüsste nicht das. Also, das Problem ist, der Ender Dragon, du könntest ihn vielleicht damit erwischen. Das Problem ist, dass der Großteil seines Schadens ja von dem Dragon Breath kommt, den er dann potenziell hat, wenn er dir aufs Maul haut. Und der Schaden ist weit höher, nennen wir es mal so. Was machst du da, Jo? Der macht hier gerade PvP. Also ich sehe das, der läuft hier rum und tötet Sachen. Also PvE besser gesagt. Weil ich höre nur die Tastatur knallen und sowas. Oh ja, der ist gut. Der ist voll drin gerade, ja? Ja. Mhm. Sehr gut. Das ist sehr gut. So, Zombie angehittet dadurch. 3-Hit tot. Zombies sind allgemein 3-Hit, also war das super unnötig. Was machst du hier schon wieder für einen Angriff, Mann? Hallo, Mr. Zombie. Dankeschön, das wollte ich treffen. Volle Konzentration. Ja. Spannend, und die Zeit fliegt wie im Flug, ihr Leute. Wir machen noch eben ganz kurz, wir warten eben, bis die Sonne aufgegangen ist. Jetzt ganz kurz noch das Folgen-Thumbnail gemacht in der Zeit. Zombies haben ja eine Mechanik, die viele Leute gar nicht richtig kennen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer Folge neulich erklärt. Weswegen auch diese Zombie-Apokalypse oder diese Zombie-Army gerade eben auf euch zugekommen ist. Welche Mechanik ist das denn? Wenn du einen Zombie tötest, dann ruft er um Hilfe. Also ist wie ein Echt? Kickman sozusagen. Dadurch werden automatisch die nächsten Spawns, die da sind, zu einem höheren Maß an Zombies vergeben. Dadurch hast du nach einer Zeit mehr Zombies in deiner Welt, wenn du Zombies schlachtest, als wenn du die Zombies durch irgendwas anderes sterben lassen würdest. Krass. Also die Standard, also wenn du jetzt eine ewige Nacht hättest zum Beispiel, eine dauerhafte Spawn-Umgebung, und du würdest dort die ganze Zeit mit Absicht Zombies targeten und dann irgendwann alle anderen Mobs wipen, würde fast zu 100% nur noch Zombies spawnen. Und hier ist die Nacht zu Ende, liebe Leute. Wow. Wir haben uns ganz schön geübt im Kampf. Ich habe eine Karotte. Dass es doch möglich ist, den Enderdrachen irgendwie zu besiegen. An dieser Stelle. Wir haben ein paar Mobs gehauen. Das ist nicht der Enderdragon gewesen. Egal. Trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute.